bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja, aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Will. Will! Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt? Bitte, lasst mich gehen! Ich kann! Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Los! Du hast das so gewollt. Los! Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Weiter geht's, Jack. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Ah. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand. Feuer! Es ist Joyce! Okay, ich muss zur Bibliothek. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Wo kam das her?
Ich hatte mich schon auf eine ruhige Nacht gefreut. Aber wie es scheint, haben die Anti-Monarch-Proteste an der Riverport-Universität eine wirklich üble Wendung genommen. Ich weiß nicht genau, was da abgeht, aber ich habe gehört, dass das Sicherheitspersonal, gestellt von Monarch Solutions, Studenten festhält. Es wurden auch Schüsse gemeldet. Nun, ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, das ist alles noch unbestätigt und offensichtlich kenne ich keine Details, aber das hört sich echt nicht gut an. Wie Sie wissen, bin ich kein großer Fan von Monarch und ihren Methoden, aber andererseits hoffe ich, dass es niemand bei diesen Protesten übertreibt. Es ist nur ein gottverdammtes Gebäude, Leute. Dafür lohnt es sich nicht, erschossen zu werden. Aber wenn sie dort Leute erschießen, dann ist das wirklich eine ganz miese Scheiße. Wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze noch längst nicht ausgestanden ist. Passt auf euch auf, Leute. Bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Könnte ein Weg nach oben sein. Komm schon, dafür ist keine Zeit. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Zeitmaschinen sind auf dem Weg. Hey! Hände hoch! Ah! Was zum Teufel ist hier los? HQ? Wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frag mich, wo der Bruder ist. Feindgesichtet! Seine Nottrupp auf die Ankunft von Monarch Action. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronon-Gewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Die Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt? Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Jack, lauf! Bist du okay? Definiere okay. Dir geht's gut. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was?
Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kauf dir eine neue, ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Wie schaffst du es nur, am Leben zu bleiben? Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Fürstes Magazin! Dann wär's aber Zeit für eine. Warum schießen die immer noch? Die wollen... Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Ein bisschen Hilfe? Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Jack! Jack, wir müssen los. Warte. Tut mir leid, Jack. Nein! Paul, was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Nein! Sie gehen nirgendwo hin.